Wenn du willkommen heißen? Ich, mein Sohn und meine Schwiegertochter. Wo sind sie? In Guatemala. Ah, und wenn, ja. Wie lange ist das her? 2,5 Jahre. Ah, okay. Und wie geht es dir dabei? Ja, manchmal ein bisschen traurig, aber wenn er glücklich ist, geht es mir auch gut. Und ist er wegen der Liebe über? Ja. Hat sie die noch kennengelernt, ja. Ist go reisen, der Klassiker? Go ja, ich surfen gegangen, ja. Verliebt? Verliebt und kennengelernt, ja. Sagt Mami, ich komme nicht mehr. Ja. Und mit seinen Frauen an der Seite bist du auch zufrieden? Es ist ganz toll, ja. Die Sprache ist noch ein bisschen, jetzt halt ein bisschen Englisch. Spanisch kann ich nicht. Sie haben geheiratet dort und konnte daher gebären. Gebären? Ja, sie kommt ein Kind über, ja. In welchem Monat ist sie in dem Fall? In der 32. Woche, weil nachher darf sie nicht mehr fliegen. Einfach auch, weil jetzt halt da die medizinischen Möglichkeiten besser sind in der Schweiz, haben sie gefunden, wir können in die Schweiz gebären? Ja. Ist... Also sie ist eine gelernte Ärztin, aber ich bin kein Guatemala eigentlich gerne nicht. Und als letztes Mal da war, sind alle Spitäler anschauen und haben gesagt, sie würden hier gebären. Du, vielleicht gefällt es Ihnen so gut, dass du da bleibst. Ich mache es so gemütlich. Ist das deine Hoffnung? Ich mache es so gemütlich, dass du da bleibst, ja. Du hast gesagt, es sei dort go surfen, aber um dann wirklich dort zu leben, ist ja auch noch mal etwas anderes, oder? Was macht er? Also er ist gelernt Chemiker, ja. Aber er hat eine Umschulung gemacht mit Jogen und vom Buddha. Er war im Kloster und... Also sie machen eine Art, sie ist Ärztin und Schamanin. Der gibt also Yoga-Stunden. Und so, wenn sie dann so Gesundheitszentrum aufbauen in Guatemala. Ah, oh, wow. Wenn sie es aufbauen. Sie sind schon dran, sie haben schon 4 Häuschen gebaut. Dann wollen sie dann für diese Burnout und so Ferienwochen anbieten mit Yoga-Stunden und Wandern, Klettern. Meditation. Meditation, alles. Und wie ist die Wandlung gekommen? Was meinst du? Oh, meine Kinder haben recht angefangen, so gesundheitsbewusst zu leben. Nicht mehr ein Auto fahren und einfach die Natur raus. Und so sind sie dann alle ein bisschen drauf gekommen, ja. Alle sehr. Geht alle zusammen? Ja. So gut. Ja, ja. Recht Gesundheit, ja. Alles zu Fuß oder zu Zug. Da ist jetzt ausnahmsweise, da muss er halt fliegen, ja. Bist du nervös? Ja, bin du nervös. Merkt man es? Ja, ich freue mich unheimlich. Congratulations! Hoi, Sari, willkommen! Danke, ja. Rüder ist jetzt auch noch dazu. Ja. Ja. Hallo. Jetzt kommen die Familie zusammen. Sind wir zusammen? Mami ist so nervös. Ja, ja, gell. Ich so muss brüllen. Ja. Ja, ihr geniessen sie vor dem Zeug. All the best. Gracias. Ha? Merci. Tschüss, mach's gut. Ciao. Tschüss, Kiki. Alles Gute. Ciao, miteinander. Tschüss zusammen. Ciao. Und was hast du schon alles am Flughafen erlebt? Hast du dich vielleicht mal verabschieden oder hast du jemanden nach langer Zeit wieder in die Arme schliessen können? Dann schreib es hier unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf deine Geschichte. Auf wen warst du das? Das ist der Janek, der ist in der 2. Kanti und hat einen Austauschjahr gemacht in Neuseeland, in Kerikeri. Euer Sohn? Ja. Und 2. Kanti, das heisst wie alt? Mit 16 ist er gegangen. Und ist dann dort 17 geworden. Das ist aber Jugend, oder? Ja. Und gerade so auf irgendwie Neuseeland. Ja. Der weiteste Punkt, den du kannst dir vorstellen. Also ich habe ihn am Anfang oft gefragt, warum Neuseeland? Und einen richtigen Grund hat er eigentlich nie gesagt. Und meine Spekulation ist, er fliegt so gerne, dass das der längste Flug war, der überhaupt möglich war, um bis nach Neuseeland zu kommen. Und wie ist der Moment, wenn man dann seinen Bub muss verabschieden für ein Jahr so weit weg? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Ich finde, es ging noch, weil er es so sehr wollte und er hat es fast selbst organisiert. Und ich sage immer, heutzutage, man sieht das Kind auf dem Telefon, man kann 1:1 mit ihm reden, es ist, als ob er um die Ecke wäre.
Ich habe auch gedacht, es ist einfach. Und am Flughafen selber, muss ich sagen, sind mir auch die Tränen gekommen. Weil er war dann einfach, er war weg. Du hast das dann auch vor? Dein Bruder? Ja, also, ja, das ist mein Bruder. 14. 14. Und ich hätte eigentlich auch Lust, nicht ins Sushi anzugehen. Es ist nur noch ein kleines Rätsel mit der Schule. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Ja. Die Mutter ist froh, wenn du noch ein bisschen bleibst. Genau. Kann noch etwas. Hey, und die Nacht haben doch können schlafen. Oder wie ist das jetzt für ein Gefühl, wenn jetzt der Sohn nach einfach, einem Jahr? Einfach Freude. Ich freue mich wirklich auf ihn. Und er freut sich auf Sonne, auf Schweizer Luft, auf seine Freundin. Sie ist nicht da heute. Das ist natürlich für sie auch. Sie ist leider im Krankenhaus, weil sie hat einen Kreuzbandriss. Oh nein. Der wurde gerade operiert diese Woche und deswegen konnte sie nicht mitkommen. Ja. Sie wäre gerne. Sonst wäre sie ja. Aber die Eltern sind da. So schön. Mega. Das ist wieder drauf. Was? Ich glaube, ich habe euch nicht mehr gemacht. Was habt ihr gemacht? Janik, herzlich willkommen zurück. Hoi, sorry. Hallo, danke. Kiki, das ist schon ein Empfang, hä? Man muss so sagen, definitiv. Wie war es jetzt, die Familie wieder in die Arme zu schliessen? Oh, einfach mega schön. Du realisierst, wenn du im Ausland bist und einfach so in einem Alltag drin bist, realisierst du es nicht so. Aber nachher kommst du heim und da siehst du alle wieder. Und es ist einfach, wow, mega schönes Gefühl, muss man sagen. Was freust du dich am meisten, als du das erste Mal machst? Auf ein gutes Morgen. Auf ein gutes Morgen. Hey, geniessen die vollen Züge, dass wir wieder zusammen sind. Machen wir. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Merci. Und einen schönen Morgen. Danke. Wiederlöge. Was, ich fliege auf Sao Paulo. Sao Paulo. Ja. Also Grossfamilie. Kannst du mich da aufklären, wer gehört zu wem? Also ist meine Mutter, das ist meine Cousine, das ist der Mann von ihrer Tochter, meine Tante, mein Onkel, meine Götti. Richtig. Wer fliegt jetzt? Levanta a mão quem vai para o Brasil. Und die Kleine. Todo mundo que leva para o Brasil. Ah, wow. Nein. Ich komme von dort. Du kommst von dort? Ja, eigentlich schon. Ich bin in Uruguay geboren, mit 6 aus Brasilien und mit 18 in der Schweiz. Nein, wirklich? Ich bin Auslandschweizer, ja. Ah. Well. Und wieso dann wieder in die Schweiz zurückkommen, mit deinen Eltern zu arbeiten? Ja, ich muss so sagen, 18-jährig, habe ich gewusst, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, du, geh mal in die Schweiz. Geh mal ins Militär. Dann bin ich ins Militär gegangen, Leute kennengelernt, dann haben sie mir einen Job offeriert, Praktikum und dann... Ja gut, dann habe ich studieren und dann ist das weitergegangen und jetzt bin ich auch über 30 Jahre. Ich bin einfach hier hängen geblieben. So ist es. Und dann habe ich noch Vaterkinder bekommen. Und sie ist dann gekommen und hat gesagt, nein, hey, Anna, bleib nicht da, es ist sehr schwierig, da reinzukommen, bla bla. Damals, ne? Und jetzt, dann schauen wir mal. Familie. Ja, happy. Ja, ja. Wir sind happy. Ja, schön. Wir sind happy. So super. Cool. Wow. Das erste Mal in der Schweiz. Nein, keine Ahnung. Ja, und sie, die Kleine. Okay. Und sie, ja. Ich rede aber leider kein Portugiesisch. Sie mal, wie sie es hier gefunden haben. Sie gostaram da Suisse. Und dann, ich glaube, sie sind zufrieden, oder? Sie sind contentes? Sie sind contentes. Wie sie lebt, ja. Wir sind in Tiflis gewesen, wir sind in Grindelwald gewesen. Ah, haben wir gehabt? Ja, ja, ja. Tourismus macht das so. Ganze Tourismus. Genau, Schweizerland, richtig, genau. Schnecksee, alles, Schnee. So, wo wir so wohnen. Ja. Ah, oh, wirklich? Ja, ja. Grill, so wie hier mit Bratwurst. Genau. Das war super. Alles perfekt, das kann nicht besser. Und sie hat gesagt, sie kommen wieder. Dann haben sie es gut gemacht, ich denke. Ja. Oder? Schön. Hey,
Dann wünsche ich euch eine ganz gute Danke. Zeit. Merci. Dann sagen wir gute Reise auf Boivyaging. Boivyaging. Vielen Dank. Danke euch. Das war es von dieser Folge. Wenn ihr weitere emotionale Geschichten sehen wollt, die einem so richtig ans Herz gehen, dann klickt doch hier drauf. Und abonniert doch gerade unseren Kanal, um wirklich nichts zu verpassen. Und aktiviert die Glocke.